4 spannende Themen heute im Tech täglich. Jetzt gleich. Das ist Berlin, das ist GigaTech. Ich bin Armin, das ist Tech täglich vom 1. Februar. Erster Monat des Jahres ist geschafft. Ich habe mich total gefreut. Ich habe gestern nämlich mal in die Kommentare unter dem YouTube-Kommentare unter dem Tech täglich geguckt. Und da war total viel Lob drin, wie toll das ist. Und die Woche würde so schnell vergehen dank Tech täglich. Und ich sehe so gut aus und bin überhaupt der Beste der Welt. Habe ich mich voll gefreut. Voll schön ist das. Und da mache ich motiviert auch gleich heute den Tech täglich. Eigentlich wollte Frank, aber ich habe ihn dann weggedrückt und habe gesagt, nee, ich mache das heute. Die Leute lieben mich offensichtlich. So, Ironie aus. Wir haben 4 Themen, sagte ich gerade. Das erste ist, ja, ein bisschen traurig, aber eigentlich auch nicht, weil das passiert halt ständig. OnePlus wurde auf frischer Tat beim Cheaten im Benchmark-Tests ertappt. Das System, nach dem die vorgegangen sind, ist dabei altbekannt. Und zwar normalerweise ist es so, dass so ein Smartphone-Prozessor ja nicht konstant auf volle Pulle laufen kann, weil sonst würde das Telefon überhitzen. Also werden die gedrosselt ab einer bestimmten Zeit, in der die unter Volllast laufen. Und jetzt gibt es immer wieder Hersteller, die das abschalten, sobald das Telefon merkt, es läuft gerade ein Benchmark, damit da bessere Ergebnisse. Das heißt, im Benchmark findet dann keine Drosselung statt, es kommt ein Ergebnis raus, das sozusagen das Potenzial des Prozessors zeigt, das aber nicht das widerspiegelt, was tatsächlich passiert, wenn ihr zum Beispiel ein anspruchsvolles Spiel zockt, weil da würde der sehr wohl gedrosselt werden. Hat OnePlus jetzt beim 3T gemacht, haben sie auch so ein bisschen zugegeben, kann man sich jetzt drüber aufregen, auf der anderen Seite, wie gesagt, hat im Prinzip jeder große Hersteller das schon mal gemacht in der Vergangenheit, von Samsung über Huawei, mehr fallen mir jetzt nicht an, aber waren bestimmt mehrere. Und ist eigentlich egal, weil die Leistung dieser mobilen Prozessoren ist so hoch, ob da jetzt 3% mehr im Benchmark rauskommen oder nicht, ist halt eigentlich auch egal. Schön ist es trotzdem nicht, aber meine Güte. So, wenn ihr euch darüber trotzdem aufregen wollt, lest den Artikel auf giga/android. Dann gibt es natürlich auch heute wieder Neuigkeiten, Gerüchte zum Samsung Galaxy S8. Und zwar sind jetzt technische Zeichnungen aufgetaucht aus einer neuen Quelle. Also die sind auch nicht offiziell, aber die bestätigen das, was wir bislang schon gesehen haben, nämlich diesen kuriosen Fingerabdruck-Scanner oben, hinten, neben der Kamera. Weiterhin eine seltsame Position, wie ich finde. Ihr könnt euch auf diesen Zeichnungen das Gerät nochmal von allen Seiten angucken. Den Artikel gibt es ebenfalls auf Giga Android. So, und dann ebenfalls auf Giga Android Neuigkeiten zum Huawei P10 Plus. Anhand derer können wir aber auch aufs P10 schließen und die sind etwas irritierend. Das Huawei P10, wir wissen noch nicht, ob es jetzt auf dem MWC oder ein bisschen später auf einem separaten Event vorgestellt wird. Traditionell stellt Huawei seine P-Modelle auf separaten Events später vor. Und das 10 Plus wäre sozusagen eine noch später kommende größere Version des P10. So, und dazu sind jetzt irgendwelche Details und Pressebilder geleakt und da ein Renderbild geleakt und da sehen wir jetzt verschiedene Sachen. Zum einen haben wir oben an der Front diverse Aussparungen, von denen eine darauf hindeutet, dass da eventuell ein Iris-Scanner verbaut sein könnte. Ähnliches erwarten wir vom S8 und ähnliches gab es schon mal im Galaxy Note 7. Und was auch irritierend ist, ist, dass wir zwar jetzt auf der Front einen Home-Button haben, aber auf der Rückseite trotzdem einen Fingerabdruckscanner, zumindest beim 10 Plus. Bislang waren die Gerüchte, dass wir auf der Front einen Home-Button haben, der gleichzeitig auch der Fingerabdruckscanner ist, so wie es bei den Samsung-Geräten bislang der Fall war. Also das bleibt weiter spannend, was mit dem P10 bzw. dem P10 Plus designmäßig passieren wird. Ziemlich sicher ist, glaube ich, dass zumindest das P10 Plus, ich glaube aber auch das P10, so abgerundete Seiten wie die Samsung Galaxy Edge-Modelle haben. Also ich glaube, das wird ein sehr, sehr hübsches Gerät, das Huawei P10. Ich hoffe eigentlich, dass sie es auf dem MWC schon zeigen. So, und dann kam bestimmt vorne in der Einblendung, hat bestimmt der Ben reingebaut, heute ist Tag des, nee, wie heißt das? Wechsel dein Passwort-Tag oder sowas. Und dazu hat der Sebastian auf Giga Apple einen umfangreichen Artikel geschrieben. Sicheres Passwort, woran erkennt man das, worauf müsst ihr achten, was gibt es für Apps oder Zusatzprogramme, die ihr nutzen könnt, um eure Passwörter möglichst sicher zu halten. 2-Faktor-Authentifizierung und ähnliches, alles drin. Also wenn ihr am heutigen Tag mal wirklich euch um die Sicherheit eurer Passwörter kümmern möchtet, dann lest euch diesen Artikel durch, dann seid ihr vollumfänglich darüber informiert. Das war der Tech täglich vom 1. Februar. Ich wünsche euch einen guten Start in den zweiten Monat des Jahres 2017. Einen schönen Feierabend. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Voll schön. Voll schön. Danke, Ben. Voll schön. 4 spannende Themen heute im Tech täglich, gleich nach dem Intro. Diese Prä-Intro-Sätze sind so bescheuert. Also ich muss mir was Lustigeres aussehen. 4 spannende Themen heute im Tech täglich, jetzt gleich. So, voll over the top. Nee, das stimmt.
Aber dafür war das ein sehr erlauchter Kreis, der heute geklatscht hat. Mir ist es lieber nur so 4, 5 coole Leute klatschen als du.